Er beschreibt sich selber als integrierter Bürger und mit Kenntnissen in grafischer Datenverarbeitung und IT-Sicherheit. Und er wird euch jetzt mal sagen, warum all your Gesundheitsdaten not belong to you. Herzlichen Dank, dass so viele zu abendlicher Stunde hier sind. Es geht um all your Gesundheitsdaten. I belong to us. Sicherer als Online-Banking, haben Sie gesagt. Das wollen wir jetzt mal schauen, ob das so stimmt. Vivi, davon haben vielleicht einige von euch schon gehört. Vivi ist angetreten vor einigen Monaten als elektronische Gesundheitsakte. In Vivi, einer App, kann man Röntgenbilder austauschen, man kann seinen Impfpass führen, man kann seine Medikamente dort hinterlegen. Alles rund um die Gesundheit kann man mit Vivi machen. Und insbesondere, man kann seine Dokumente an seinen Arzt schicken. Der Arzt kann Befunde dort hinterlegen, Diagnosen hineinschreiben und so weiter. Hier sehen wir drei Bildschirme von Vivi. So sieht das aus. Eine App für iOS, Android. Und Vivi wurde am 17.09. veröffentlicht, gar nicht so alt. Hat ein großes Medienecho in der Tagespresse erzeugt. Und das liegt daran, dass Vivi die erste App ist, die von so vielen privaten und gesetzlichen Krankenkassen gleichzeitig finanziert wird. Das heißt, da stehen für 13 Millionen, inzwischen deutlich mehr, Versicherte, die Krankenkassen dahinter und bezahlen diese Anwendung. Kostet normalerweise so um die 5 Euro im Monat. Das übernehmen die Krankenkassen, damit ihr diese App nutzen könnt. Einen Tag nach dem Release von Vivi gab es wieder ein Medienecho. Diesmal andere Art, Datenschutzmängel. Ein Herr Kuketz hat Vivi angeschaut und gesehen, Vivi überträgt Telemetriedaten, also wertet das Benutzerverhalten aus und schickt die Daten an verschiedene Server in den USA, Singapur und so weiter. Das passt nicht zu so einer Gesundheits-App, besonders eine, die von unseren ganzen Krankenkassen finanziert wird. Und das war der Aufhänger. Da habe ich mir Vivi heruntergeladen, da habe ich gedacht, jetzt wird es interessant und habe es mir mal angeschaut. Das war das Resultat. Mehr als einen Monat später gab es dann nochmal Medienecho, auch nochmal zum Thema Vivi, diesmal Sicherheitsmängel. Es hieß dann Patientendaten in Gefahr, Vivi gravierende Sicherheitsmängel in Krankenkassen-App. Und das Ganze habe ich dann zusammen mit Thorsten Schröder veröffentlicht in einem Bericht. Und ich will mir kurz vorstellen, was denn bei Vivi so alles schiefgegangen ist. Also, Vivi dient hauptsächlich dem Austausch von Dokumenten zwischen dem Patienten und dem Arzt. Das heißt, der Patient hat sein Smartphone, hat da verschiedene Röntgenbilder, Diagnosen, Berichte und möchte die seinem neuen Arzt senden. Das geht über die Vivi-Plattform. Vivi ist eine Cloud-Plattform. So, ich schicke die in die Cloud. Vivi erzeugt dann eine Session. Das ist eine fünfstellige Session-ID, bestehend aus Kleinbuchstaben. Einige haben es schon erfasst, ich sehe. Ich mache trotzdem weiter, für die anderen. So, und der Arzt, dem gibt man diesen Link per E-Mail, Fax, Telefon, persönlich. Und er kann dann unter diesem Link das in dieser Session gespeicherte Dokument einsehen. So, ja, weswegen jetzt viele gelacht haben, natürlich eine fünfstellige Session-ID entspricht nicht so ganz den Sicherheitsvorstellungen, die einige hier wohl haben. So eine Session-ID, fünfstellig, man kann quasi alle Session-IDs, die aus Kleinbuchstaben bestehen, aus fünf Kleinbuchstaben, kann man in einem Tag locker durchprobieren. Also nicht händisch, da schreibt man sich dann ein kleines Skript und dann läuft das durch. Und dann hat man alle mal getestet, ob da ein Dokument liegt. Und eventuell wird man ja fündig. Und wenn man fündig wird, also wenn man eine Session-ID findet, unter der tatsächlich jemand ein Dokument gespeichert hat, sieht man sowas. Das sind Metadaten. Also sowas wie der Name des Versicherten, die Versichertennummer, das Bild, Adresse, behandelnder Arzt, Adresse des Arztes, Spezialität des Arztes, Alter, Geschlecht, Sprache. Also nur Metadaten, aber wir sehen schon, diese Daten, die will man nicht öffentlich haben. Insbesondere, wenn ich dann bei einem sensiblen Thema zu einem Arzt gehe, sagen wir mal Schwangerschaftsabbruch oder Schwangerschaft allgemein oder Psychologie, ich gehe zum Psychologen, weil ich mich irgendeiner Behandlung unterziehen möchte. Und das können dann
Du, ich, jeder kann das einsehen, wenn er möchte oder konnte das einsehen auf der Vivi-Plattform. Wenn ich die Daten dann einsehen möchte, also das Dokument, was darüber transportiert wurde in dieser Session, dann muss ich eine vierstellige PIN eingeben. Okay, also ich sehe, das brauche ich nicht erklären. Vierstellige PIN, das sind wie viele Versuche? 1000, genau. Und dann habe ich die. Also es ist kein Hexenwerk. Und ich muss nur schneller sein als der Arzt. Dann klappt das. Vivi hatte noch mehr Mängel. Phishing war ein toller Aspekt, den man nicht erwarten würde in einer Gesundheits-App. Vivi erlaubt es, zwischen Versicherten Dokumente auszutauschen und auch Dokumente vom Arzt zu empfangen. Und hier sehen wir drei Dokumente. Zweimal eine Invoice, eine Rechnung, und einmal eine Prescription, eine Verschreibung durch den Arzt. Und wenn ich die untere Invoice öffne, oh, da muss ich mich neu einloggen. Das passiert bei Vivi sehr oft. Man muss sich sehr oft einloggen, das ist ein Sicherheitsfeature. Die Session läuft halt sehr schnell ab. Wenn ich mich allerdings hier einlogge, dann geht das Passwort nicht an Vivi, sondern na, da ging es an mich. Ja. Liegt daran, dass ich HTML-Code in ein Webview in diese App einschleusen konnte und mir dann basteln konnte, was mir so gefällt. Phishing, das erwartet man nicht in der Gesundheits-App. Danke sehr. Aber wenn ich das Passwort geklaut habe, komme ich noch nicht in die App rein. Es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Klar, die Profis unter euch wissen, Phishing, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das geht auch. Aber sagen wir, ich habe den zweiten Faktor nicht. Den brauche ich aber. Wenn ich mich einloggen möchte bei Vivi, dann geht das über den folgenden HTTP-Request. Username, Passwort und dieser Code. Dieser Code ist der zweite Faktor, ein TOTP-Token. Den brauche ich, sonst komme ich nicht rein. Aber was mache ich, wenn ich den nicht habe? Ja, probieren wir halt mal. Also Brute-Forcing, ganz großes Thema. So simpel es klingt, damit lagen alle Metadaten dieser Plattform über diese Session-IDs offen. Zweite Faktor-Authentifizierung konnte ich komplett umgehen. Die Dokumenten-PIN war nutzlos. Erwartet man so nicht. Aber es geht noch weiter. Vivi hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich als Benutzer ein Dokument an den Arzt schicke, geht das nicht so direkt über die Leitung, sondern der Arzt, der öffnet ja diesen Link in seinem Browser und dann erzeugt der Browser instantan für den Arzt einen Key, einen kryptografischen Schlüssel. In JavaScript wird er erzeugt und er wird im Browser gespeichert. So, der Arzt bzw. sein Browser schickt diesen Key dann an den Patienten bzw. an die App. Die App verschlüsselt damit das Dokument und das verschlüsselte Dokument geht dann an den Arzt. Soweit, so gut. Problem ist nur, dieser Schlüssel liegt im Browser. Der lag im Local Storage, falls das jemandem was sagt, im Browser. Und Browser-Apps sind anfällig gegenüber Cross-Site-Scripting. Häufig. Vivi war anfällig gegenüber, ich glaube, drei Persistenten haben wir gefunden, haben wir aufgehört. Cross-Site-Scripting-Angriffen. Das heißt, ich musste dem Arzt nur einen Link schicken. Und das machen viele, die schicken dem Arzt ja Links. Und klickt der Arzt darauf, dann konnte ich den privaten RSA-Key auslesen. Insgesamt ergaben sich dann so über 15 Befunde, zum großen Teil von, aus meiner Sicht, hoher Kritikalität. Natürlich sieht Vivi das anders. Das habe ich zusammen mit Thorsten Schröder veröffentlicht. Der hat sich da ein bisschen vor mich gestellt wegen der Responsible Disclosure. Auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür, hier öffentlich. Coordinated Disclosure. So sah das aus. Also eigentlich aus meiner Sicht, so soll es laufen. Coordinated Disclosure, wir haben Vivi informiert. Am 21. da hatten wir direkt eine Telefonkonferenz. Vivi gehört der Allianz, 70%. Da kam der Allianz-CISO, hat sich das auch angehört. Waren wir schön in kleiner Runde, um 11 nachts saßen wir in Berlin, haben darüber diskutiert. Finaler Bericht ging raus, haben wir ein bisschen verlängert die Frist und am 30.10. veröffentlicht. Und dann haben sich unsere Meinungen ein bisschen auseinander definiert. Reaktion von Vivi auf unsere Veröffentlichung. Ein reales Risiko für die Sicherheit der Gesundheitsakten der Nutzer bestand zu keinem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, ihr würdet das jetzt anders sehen. Netzpolitik hat dann öffentlich gemacht, was im Hintergrund passiert ist. Vivi hat allen Magazinen, Online-Berichterstattern vorgeworfen, Falschaussagen zu veröffentlichen. Hat angerufen in den Redaktionen und gesagt, das sind Falschaussagen. Mozilla kann das nicht belegen. Das heißt, das war mein Arbeitgeber, ich kann das nicht belegen. Das müsst ihr zurücknehmen, müsst ihr öffentlich schreiben. Das ist alles wohl nicht wahr. Zum Glück gab es ein paar Leute, unter anderem bei netzpolitik.org, die das den Braten gerochen haben, haben dann veröffentlicht, was da im Hintergrund passiert. Vivi versucht, die Berichterstattung zu korrigieren. Der Thorsten Schröder, von dem ich eben geredet hatte, hat dann sich noch anhören müssen, dass es da juristische Konsequenzen geben soll. Und das Ganze ging dann auf eine, ich sag mal, auf eine nicht zu erwartende Art, wurde dieser Streit dann fortgeführt. Die Details erspare ich euch jetzt. Nur, falls ihr davon was mitbekommen habt zu Vivi, wisst ihr jetzt die Hintergründe? Also aus unserer Sicht haben wir wirklich versucht, Coordinated Disclosure so verantwortungsvoll wie möglich zu machen. Und ich hoffe auch weiterhin, dass, ich werde das auch weiterhin so machen, dass es vielleicht auch bei Vivi angekommen ist, dass das von unserer Seite aus verantwortungsvoll laufen sollte und das nicht erwartet war. Frage ist jetzt, Vivi hat gesagt, innerhalb von 24 Stunden haben die alle Fehler behoben. Wer glaubt's? Ja, ich habe für euch nachgeschaut. Also offiziell natürlich nicht, aber ich habe jetzt vor 4 Wochen nochmal nachgeschaut. Und es gibt da einen lustigen Angriff. Das Wort lustig nehme ich zurück. Das sollte man hier nicht verwenden bei Gesundheitsdaten. Dokument an den Arzt schicken, als Versicherter, als Vivi-Nutzer. Ich kann dem Arzt natürlich auch ein bösartiges Dokument schicken. In diesem Dokument ist JavaScript drin. Dieses JavaScript wird im Browser vom Arzt ausgeführt und stiehlt dann alle Dokumente, auf die dieser Arzt Zugriff hat, von allen anderen Versicherten und sendet sie an mich. Aus meiner Sicht kritisch. Habe ich mal geschaut, so nach... Innerhalb von 24 Stunden behoben. Da sehen wir auf der einen Seite den Angreifer, der gibt sich als Vivi-Nutzer aus. Das ist sein Vivi-Bildschirm auf dem Handy. Und im Browser, das ist der Arzt. Der hat den Browser offen und wartet, dass er den Link bekommt und eingeben kann. Ich muss jetzt kurz wechseln, ich will nämlich das als Video zeigen. Hoppala. Sorry. Da, so sieht das aus. Der Arzt gibt die Session-ID ein. Die wurde jetzt verlängert, die Session-ID. Das sind nicht mehr 5 Stellen. Das haben sie behoben. So. Jetzt gibt der Arzt seine PIN ein. Als bösartiger Nutzer gebe ich den natürlich dem Arzt. Jetzt lädt der Arzt das Dokument, es wird entschlüsselt. Und jetzt öffnet der Arzt das Dokument im Browser. So. Oh. Was ist passiert? Das Dokument hatte JavaScript. Das JavaScript wurde ausgeführt. Das hat jetzt von anderen Versicherten, hier ist es der Peter, dem seine Diagnose heruntergeladen und seine Befunde und hat diese Befunde an allyourgesundheitsakten.belongtous.com geschickt. So, das passiert jetzt alles im Browser des Arztes. Angriff funktioniert weiterhin. Naja, nicht behoben. Was aber auch geht, das eine Sache haben sie behoben. Man kann den Key nicht mehr auslesen. Der ist lesegeschützt. Aber er ist nicht schreibgeschützt. Natürlich überschreibe ich dann den privaten Key mit dem des Angreifers, beziehungsweise meinem eigenen. Und wenn ich dann zukünftig mal solche Dokumente in die Hände bekomme, kann ich die alle mit meinem Schlüssel entschlüsseln. Ist das Problem, wenn ich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe, ohne dass ich eine Identität für den Arzt habe, ohne dass ich den authentifizieren kann, dann muss ich jeden Schlüssel akzeptieren. Ich kann das ja nicht verifizieren. So what? Ja, es gibt hunderttausende kaputte Gesundheits-App. Warum ist Vivi interessant? Warum ist es relevant? Da muss ich ganz kurz in das E-Health-Gesetz einsteigen. Das wurde 2015 verabschiedet und sieht vor, dass letztes Jahr die Videosprechstunde eingeführt wurde. In Baden-Württemberg ist es schon soweit. Da können gesetzlich Versicherte
per Video Arzt kontaktieren und mit dem Arzt auch eine Fernbehandlung durchführen lassen. 2018, also dieses Jahr, gab es den bundeseinheitlichen Medikationsplan und ab nächstem Jahr, 1. Januar, soll es die elektronische Patientenakte geben. Bis 2021 soll die flächendeckend eingeführt sein. Elektronische Patientenakte. Elektronische Gesundheitsakte gibt es, das ist Vivi. Schon seit 2004 haben die Krankenkassen die Möglichkeit, das zu erstatten. Läuft teilweise auf der Telematikinfrastruktur, mit Anbindung eben an die Telematikinfrastruktur. Ärzte müssen sie aber nicht nutzen. Und die elektronische Patientenakte, die dann nächstes Jahr kommen soll, die ist jetzt schon von der Gematik spezifiziert, in Teilen zumindest, die wird dann zwingend auf der Telematikinfrastruktur laufen und wird auch zwingend genutzt werden müssen von den Ärzten. Es gab dann ein Update für dieses E-Health-Gesetz in diesem Jahr, weil Telematikinfrastruktur, Gesundheitskarte und so, das ist ja alles, läuft nicht so richtig. Ne? Da müssen wir was machen. Dann hat sich unser Gesundheitsminister gedacht, ja, Tablet und Smartphone, darüber müssen wir auf diese Patientenakte zugreifen können. Gesundheitskarte ist ein bisschen old-fashioned, das brauchen wir nicht mehr. Online-Banking ist das Vorbild, deswegen auch das Subtitle von dem Talk. Online-Banking soll als Vorbild in Sachen Sicherheit dienen. Und diese Maßnahmen dulden keinen Aufschub, das heißt ab sofort, ich glaube in 3 Monaten will die Gematik das fertig spezifiziert haben, wie ich mich in diese Patientenakte einlogge auf meinem Smartphone ohne Gesundheitskarte. Das ist also der Hintergrund. Und Vivi ist sowas wie der Testballon der Krankenkassen für die Akzeptanz dieser elektronischen Patientenakte. Denn die Krankenkassen, gesetzlich und privat, sind natürlich sehr interessiert daran, dass möglichst viele diese Akte nutzen, Vivi oder auch Konkurrenten, denn damit sind ja auch Einsparungen verbunden, da sind ja auch Vorteile verbunden für uns alle. Ja, so what? Nehmen wir halt nicht Vivi. Ich habe ja eben gesagt, es gibt ja auch Konkurrenten. Ja, es gibt einige. Zum Beispiel von CompuGroup gibt es CGM Live. Es gibt VitaBook. Es gibt einen ganz alten Vertreter dieser Art, das ist gesundheitsakte.de von CareOn. Es gibt von der TK in der Beta-Phase noch TK Safe. Und auch was die Videosprechstunde anbelangt, da gibt es einige Anbieter. Hier nur eine kleine Auswahl. Teleklinik, das in Baden-Württemberg, dieses Experiment, das ist Doc Direct. Und von Ärzten selbst geschaffen gibt es Mein Arzt Direct. Fernbehandlung für alle. So, wer kann es besser? Wer macht es besser als Vivi? Das war die Frage, die ich gestellt habe. Ich kann ja hier nicht nur mit Vivi ankommen. Weil da müssen wir ein bisschen mal quantitative Analyse machen. VitaBook. Ja, VitaBook gibt es schon seit 2011. Die haben schon Erfahrung in dem Thema, waren die ersten Kunden der Microsoft Cloud in Deutschland und gewährleisten Datensicherheit, Datenschutz und Compliance auf höchstem Niveau. So sieht es aus. Das hier ist die Susanne. Das ist ein Testkonto von VitaBook. Kann man mal reinschnuppern, wie das so aussieht. Dasselbe wie bei Vivi. Ich kann Dokumente da speichern, hochladen, mit dem Arzt teilen, Gesundheitsangaben machen, Notfalldaten hinterlegen, Impfpass eintragen und alles, was ich will. Also ich kann meine gesamte Gesundheit damit verwalten. Das nennt sich Gesundheitskonto. Quasi das Girokonto für Ihre Gesundheit. Klingt erstmal gut. Naja, gut. In 2018 erwartet man das nicht, aber SQL-Injektionen erlauben Zugriff auf unverschlüsselte Gesundheitsdaten, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wir haben unsalted SHA-1 Passwort-Hashes in diesem Ding. Massiven Datenreichtum, wohin man schaut. Und kleines Schmankerl, wenn man sich in dieses Susanne-Testkonto einloggt, sind auch Testdokumente. Und woher nimmt man Testdokumente? Man fotografiert sie von seinem Schreibtisch. Zum Beispiel die höchstvertraulichen E-Mails, die ausgedruckt auf dem Schreibtisch bei VitaBook rumliegen, über die letzte Sicherheitsanalyse. Hier wird irgendein Befund aus irgendeiner IT-Security-Analyse nicht anerkannt. Also wenn ihr stöbern wollt, Susanne hat's für euch. VitaBook, Flatlining, also klinisch, sicherheitstechnisch, eher mau. Beschäftigen wir uns nicht weiter mit. Interessant noch, VitaBook waren die Ersten, die Vivi retweetet haben. Ja, ah, Vivi, schaut mal. Ja. Ja, sollte man nicht machen. Ja. Das war auch nicht unsere Intention. Wir wollten da keine Schadenfreude oder irgendwas auslösen. Na gut, das sind halt Tech-Startups. Ne? VitaBook ist, glaube ich, ein ehemaliger Cisco-Manager. Also nur Vermutung. Typisch Tech. Lass die Ärzte ran. Lass die Ärzte ran, die wissen,
um die Sensitivität dieser Gesundheitsdaten Bescheid. Die haften ja auch persönlich. Ein Arzt, wenn er die Schweigepflicht verletzt, haftet er. Und das kann teuer werden, das kann auch Freiheitsentzug bedeuten. Lass die Ärzte diese Anwendung mitbetreuen, mitentwickeln. Interessantes Beispiel, meinarztdirekt.de. Das ist ein Hausarzt, der das ins Leben gerufen hat. Kein Investor im Nacken. Wenn wir Ärzte die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten, dann haben wir alle verloren. Also lassen wir die Ärzte mitgestalten und schauen Sie es mal an. meinarztdirekt.de, so sieht es aus. Hier habe ich, ich habe versucht, auf eine Rechnung zuzugreifen. Ist natürlich verboten, ne? Ich darf ja nicht auf andere Rechnungen von anderen Leuten zugreifen und mir anschauen, was die da für Leistungen bezogen haben. Das geht nicht. Ne? Ich wollte es mir hier anzeigen lassen. Da sehen wir irgendwie meinarztdirekt.de, Invoice, View, ID1. Was ist, wenn ich diese Daten drucken möchte? Nicht anzeigen, nicht View, sondern Print. Oh. Was ist denn das? Nicht so schön. Das will man gar nicht. Eigenbau. Schreiben wir das ab. Lass die Profis ran. Also Arzt ist schon gut, wenn er dabei ist, ja, aber müssen Profis ran. Teleklinik. Teleklinik, im Vorstand, 3 Leute, ein Arzt, ein Informatiker, viel Geld dahinter. Ganz Baden-Württemberg darf über DocDirect Teleklinik nutzen. Da wird eine Videosprechstunde hergestellt mit Ärzten in Baden-Württemberg. Wenn einer von euch gesetzlich versichert in Baden-Württemberg ist, einfach mal DocDirect sich einloggen. Okay, nicht mit den echten Daten einloggen. Und kann mit dem Doktor sprechen, mit dem Arzt, mit einer Ärztin und sich diagnostizieren lassen, Dokumente austauschen. Oder auch eine von den Versicherten hier, ARAG, DBK, die bieten das auch an, diesen Service. Teleklinik bietet maximale Datensicherheit und verhindert Missbrauch auf jeder Ebene. Ein 4-stufiges Sicherheitssystem bietet die höchste Datensicherheit Deutschlands. Meine Damen und Herren, die höchste Datensicherheit Deutschlands. Applaus für Teleklinik. So, wenn ich jetzt bei Teleklinik mein Passwort ändern möchte, dann sieht es so aus. Da habe ich in Rot meine User-ID und in Gelb mein Passwort, mein neues. Und dann sende ich da diesen HTTP-Request aus meinem Browser ab. Da habe ich mich jetzt gefragt, was passiert denn, wenn ich diese rote User-ID ändere, wenn ich da mal eine andere eins frage. Ah, ja. Das ist nicht lustig. Das ist die höchste Datensicherheit Deutschlands. Na gut, typisch. Kleine, mittelständige Unternehmen. Ja. Lass mal die Profis ran, die dies wissen. Also die ganz Großen. Ja. Die wirklich die Mittel dafür haben, die dies wirklich besser machen können. Ja. Wir können lachen über die Kleinen, aber wir müssen uns auch die Großen mal anschauen, der Fairness halber. TK Safe, ein Beispiel. Die haben es richtig gemacht, Ende zu Ende verschlüsselt. Ich habe es mir nicht weiter angeschaut, aber hier sehen wir den Schlüssel. Der wird erzeugt in der App. Das ist der Schlüssel für den User. Wenn dieser Schlüssel verloren geht, dann geht der Zugang zur gesamten Akte verloren, wenn alles richtig gemacht wurde. Das heißt, wenn ich mein Handy verliere, dann habe ich meine gesamten Gesundheitsdaten verloren. Das will keiner, deswegen Vivi und alle anderen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten, fordern einen auf, diesen Schlüssel zu exportieren. Allerdings sind wir mit Schlüsseln ja noch gar nicht so vertraut. Was ist denn ein Schlüssel? Passwörter, das hat ziemlich lange gedauert, bis wir wussten, wie wir mit Passwörtern umgehen sollen. Und die meisten kriegen es immer noch nicht hin. Und diesen Schlüssel, den müssen wir irgendwo sichern, exportieren. Ja. Wie geht das? Wird als QR-Code gespeichert, der Schlüssel. Einige sehen es schon. Der wird nämlich in der Galerie gespeichert. Und zwar, das ist jetzt ein Android-Bildschirm. Wir sehen, der QR-Code, der diesen Schlüssel darstellt, den ich auch wieder einscannen kann, der wird in der öffentlichen Bildergalerie auf meinem Handy gespeichert. Der geht dann bei Google Fotos hoch und überall und alle Apps haben Zugriff drauf. Das ist ein bisschen, wenn man jetzt hier Schlüssel durch Passwort ersetzt und beide haben ja die gleiche Funktion. Also wenn ich jetzt Schlüssel durch Passwort ersetze, dann heißt es da, bitte speichern Sie Ihren Passwort im Klartext in Ihre Bildergalerie. Ne, will man nicht. Da brauchen wir Passwortmanager, aber für Schlüssel. Also das gibt es ja noch nicht.
Da sehen wir auch, wie schwer das ist, sowas richtig zu implementieren. Gut, ist halt TK Safe, ist noch eine Beta-Phase. Die sind noch nicht live damit in der Produktivphase, also Beta-Test. Ihr könnt euch da anmelden, wenn ihr möchtet, aber Flüchtigkeitsfehler passiert. Lass mal die Erfahrung sprechen, die schon lange dabei sind, die wirklich seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Das ist Compute Group. Compute Group CGM Live. 5000 Mitarbeiter, knapp 600 Millionen Jahresumsatz, 55 Ländern. Die müssten es wissen. Die haben eine Plattform, CGM Live nennt die sich. Und auf dieser Plattform, das ist eine Secure Medical Cloud. Da laufen alle möglichen Anwendungen. Viele Anwendungen, die Gesundheitsdaten austauschen wollen, verknüpfen sich einfach mit diesem CGM Live und speichern da ihre Daten und tauschen die aus. So, einige dieser Anwendungen sind durch Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Zum Beispiel bei der AXA. Ja, wenn ich mich bei der AXA meine Gesundheit einloggen möchte, wer hier ist privatversichert bei der AXA, nicht die Hand heben, aber die sollten es wissen. Da brauche ich einen Authentication-Code. Ansonsten komme ich da nicht rein. Und das ist diesmal richtig gemacht, nicht wie bei Vivi, da kann ich nichts brute-forcen, das ist schön sicher. Problem ist es nur, ich habe ja gesagt, das ist eine Plattform. Ja? Und ich kann entweder über AXA da reingehen, ja, da geht's nicht. Oder ich gehe direkt über CGM Live in diese Plattform. Boah, da geht's. Brauche ich keinen zweiten Faktor. Ist natürlich ein bisschen doof, ja? Wenn ich verschiedene Zugänge habe, verschiedene Türen zum Haus. Die eine ist mit Kamera ausgestattet, die andere lässt sich mit dem Schlüssel oder mit dem Hammer öffnen. Bringt nichts. So. Dasselbe wie bei Vivi ist hier auch passiert. Ich weiß nicht, wer da von wem abgeschaut hat. Wahrscheinlich eher Vivi von denen, weil die sind älter. Ich kann Akten austauschen, sechsstellige PIN. Das sagt einigen jetzt vielleicht schon was. Ich kriege eine sechsstellige PIN. Unter dieser PIN, die gebe ich meinem Arzt. Dann kann der Arzt unter aktenblick.de diese PIN eingeben und dann auf meine komplette Gesundheitsakte zugreifen. Ja gut, sechsstellige PIN ist ziemlich leicht gebrute-forced. Und das geht hier auch. Und dann kann ich wieder auf entweder auf die Gesundheitsdaten komplett zugreifen oder zumindest ein paar Metainformationen abgreifen. Erstaunliche Parallele. Was wir sonst noch, also was das allerdings das große Problem ist dieser Plattform. Das ist, ja, diese Plattform macht alles richtig, versucht alles richtig zu machen. Man hat ein Elliptic Curve Encryption hier implementiert mit einer sicheren elliptischen Kurve. Das wird clientseitig alles verschlüsselt. Es werden keine Passwörter über den Ether geschickt. Ich sende also nur meine E-Mail-Adresse an CGM, bekomme dann einen Public Key und ein Secret zurück. Da habe ich dann gedacht, aber Secret bekomme ich zurück, wenn ich eine E-Mail-Adresse hinschicke. Warum heißt das Secret? Es ist ein Key Derivation Secret. Sehen wir jetzt, ich habe hier eine Key Derivation Function, Schlüsselableitungsfunktion. Der gebe ich mein Passwort plus dieses Secret, was ich da bekomme. Und dann kriege ich clientseitig offline den Private Key. Also das Passwort, der Zugang zu dieser Gesundheitsakte. So. Wenn ich das richtige Passwort gewählt habe, dann passt diese Private Key zum Public Key von meier@ccc.de. Dann kann ich mich einloggen. Wenn er nicht stimmt, das Passwort, muss ich halt nochmal weiter probieren. Wenn ich nicht der Meier bin, dann probiere ich halt so lange, bis es klappt. Und ich habe ja den Public Key und das Secret offline verfügbar. Da muss ich nicht mehr mit CGM, mit einem Server interagieren. Ich lade mir das runter und starte dann einen Wörterbuchangriff oder etwas Ähnliches. Das ganze Verfahren ist sogar patentiert worden, inklusive des Fehlers. Also nicht nachbauen. Kostet. Ja, ich habe mal geschaut, ob das überhaupt relevant ist. Ja. Dropbox, der Vincent Haupert, der sich mit Online-Banking beschäftigt hat, vorletztes Jahr, hat auch Dropbox genommen. Da habe ich gedacht, das passt ja so thematisch, Online-Banking, zu diesem Talk. Habe ich auch Dropbox genommen, mal die E-Mail-Adressen aller Deutschen da runtergeladen und mal geschaut, wer davon bei CGM angemeldet ist. Und dann mal ein großes Wörterbuch genommen und mal geschaut, was da so für Passwörter rausfallen. Ja, also für eine Gesundheitsakte waren die jetzt nicht sehr kreativ, also muss ich sagen. Hätte ich von den Deutschen mehr erwartet, die an Datenschutz so gebildet sein sollen, aber gut. 3% aller Dropbox-User aus Deutschland waren auch bei CGM angemeldet. Und auf meinem kleinen Laptop von vor 4 Jahren habe ich 3% davon errechnet. Natürlich nur eine Stichprobe.
So, also wir haben jetzt gezeigt, so ein kleiner Rundumschlag, ist wohl nichts. Ja? Also das Arzneimittelkonto NRW basiert übrigens auch auf CGM Live, wer das nutzen sollte. Vivi, Gesundheitsakte.de habe ich jetzt hier ausgeklammert, aber die haben auch ein paar Probleme. DocDirect, CGM Live, ClickDoc, Teleklinik, CGM Live, E-Service, TK Safe, Mediteo, meine Gesundheit, mein Arzt direkt und so weiter und so fort und so fort. Alle haben die irgendwie dann doch nicht. Ja. Ja, wir sind noch nicht mehr auf dem Niveau vom Online-Banking hier. Das ist schade. Aber so what, ja. Wir wissen alle, es gibt keine perfekte Sicherheit. Das werden wir nie erreichen. Ja, wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. So, dann schauen wir uns mal die Wahrscheinlichkeiten an. So große Unternehmen wie CGM, die müssen Risiko veröffentlichen. Also hier im Finanzreport, habe ich mal geschaut, gibt es Datenverarbeitungsrisiken. Das ist der Finanzreport vom letzten Jahr. Da steht, die Kunden von uns nutzen unsere Produkte, um sehr vertrauliche Informationen zur Gesundheit zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen. Sollten eben doch Sicherheitsprobleme auftauchen, dann könnte das zu Schadenersatzansprüchen, Bußgeldern, Geldstrafen und Ähnlichem führen, die dann CGM abführen muss. Und deswegen ist es ein Risiko für CGM, weil natürlich ein finanzieller Schaden entsteht. So. Und jetzt schauen wir mal, gegenüber dem Kunden sagt CGM, Paramount Priority, da gibt es nichts, Security ist alles. Also absolut sicher. Hier heißt es, ja, wir erwarten im Jahr 4 Millionen Schaden. Im Durchschnitt. Jahreshöchstschaden, da sind wir schon bei 18 Millionen. Und mit 5% Wahrscheinlichkeit tritt ein höherer, unerwarteter Schaden in den Datenverarbeitungsrisiken ein. Das kann man sich jetzt ausmalen. Das kann natürlich auch sein, dass die ganze Datenverarbeitung Bach hinuntergeht. Ja? Aber es kann natürlich auch sein, dass die ganzen Daten offen liegen. Ja? Also 5% der Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir einfach mal diese 5% und schauen wir mal, was passiert. Also im ersten Jahr 95% Wahrscheinlichkeit sind wir sicher. Zweiten Jahr 90%, dritte Jahr sind wir noch bei 86%. Das Problem bei Gesundheitsdaten ist, die sind sehr langlebig. Nach 50 Jahren sind meine Gesundheitsdaten immer noch sehr wertvoll, denn ich kann meine Gesundheit ja nicht ändern. Also wenn ich damals eine Erbkrankheit habe, habe ich sie in 50 Jahren immer noch. Es sei denn, die Zukunft bringt eine Lösung in dem Bereich, aber wir gehen mal davon aus. So, 50 Jahre habe ich 8% Wahrscheinlichkeit. Naja, das will man nicht. Aber vielleicht ist ja diese 5% ja, übertrieben oder nicht nur auf diese, dass die Daten veröffentlicht werden bezogen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder was anderes hineininterpretiert. Schauen wir in den USA. In den letzten 5 Jahren in den USA wurden im Durchschnitt 30 Millionen Patientenakten gestohlen, gehackt, verkauft. Und das sind nur die öffentlich gemeldet, also die meldepflichtig waren. 30%, das sind so knapp 10% der US-Population. War 10%? Ich habe eben mit 5% geschätzt, kommt eigentlich ganz gut hin. Ja. Norwegen 2018, also nicht, dass wir sagen, es sind nur die Amerikaner, ja, in Europa haben wir ja höheren Datenschutz. Ja. In Norwegen, dieses Jahr, jeder dritte Norweger ist jetzt einem unbekannten Angreifer gegenüber sehr bekannt, wie seine Gesundheit aussieht. 3 Millionen Patientenakten wurden gestohlen. Dänemark 2016 gab es einen lustigen Vorfall. Nicht lustig, Entschuldigung, das Wort muss ich wirklich hier zurücknehmen. Da wurden 2 CDs mit fast allen Gesundheitsdaten der Bevölkerung aus Versehen an die Visastelle, an die chinesische Visastelle geschickt. Das passiert. Ja, passiert. Ich habe auch schon meine Adresse falsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie die zurückgeschickt haben. Müssen wir mal nachfragen. Na gut, aber wir sind hier in Deutschland, da können wir sozusagen ja prüfen lassen, zertifizieren lassen, können wir Standards arbeiten, Normen anlegen. Ja? Wir haben ja Mittel dagegen. Ja. Helfen Zertifikate? Diese Zertifikate stammen von den Apps, die ich eben gezeigt habe. Also wir sind hier bei allen möglichen. Unter anderem Security, Trusted Privacy, E-Privacy. Der Datenschutz, Landesbeauftragte für Datenschutz Rheinland-Pfalz hat unter anderem CGM Live geprüft, meine Gesundheit und für gut befunden und so fort und so weiter. Also Zertifikate können das Problem nicht beheben. Sie sind vielleicht ein Indikator, ein Hinweis für etwas, aber nicht dafür, dass diese Apps frei sind von Sicherheitsmängeln. Wir schauen uns mal Vivi noch mal ganz kurz an. Vivi hatte ein Datenschutzgutachten machen lassen und ein Gütesiegel bekommen. Eine Sicherheitsprüfung und ein TÜV-Zertifikat bekommen.
2 Pentests von unterschiedlichen Unternehmen durchführen lassen. Ich kann nicht sagen, welcher Scope, oder das wird ja nicht veröffentlicht. Nach diesem Sicherheitsvorfall nochmal 2 komplette Pentests. So, und danach dann dieses Beispiel eingangs, was ich gezeigt habe. Ja, also nach diesem ganzen Aufwand war die App nicht sicher. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich zähle nochmal auf, es gibt grundlegende Probleme bei allen elektronischen Gesundheits-Apps, bei denen, die einmal unsere Gesundheitsdaten verwalten sollen. Sicherheit ist ein Wettbewerbsnachteil. Das haben wir zum Beispiel bei Vivi gesehen. Vivi hat Pentests, Zertifikate und Bug-Bounties erst nachher durchführen lassen, zum großen Teil, auch vorher schon, aber eben nicht in sichere Architektur gesetzt. Das zeigt ja schon, wenn von der Allianz der CISO kommen muss, weil man bei Vivi eine Sicherheitslücke meldet, dass da bei Vivi kein professioneller IT-Security-Analyst da war, der sich damit auskennt. Das ist halt ein Startup. Gut. Von all diesen Apps, die ich eben aufgezählt habe, mit diesen Apps laufen Coordinated Disclosure-Verfahren. Die sind schon seit 2,5 Monaten oder so bekannt. Wenn ich das jetzt diesen Report nicht mit Thorsten Schröder veröffentlicht hätte, hätte keiner von euch davon gehört. Es gab hier keine Meldungen an Aufsichtsbehörden oder irgendwen. Das heißt, wen kümmert es? Ja? Ein Angreifer würde das nicht öffentlich machen. Und dann haben wir jetzt neu, 2019 soll die Patientenakte kommen. Die Patientenakte soll wirklich sicher werden. Die ist vom BSI mit der Gematik zusammen ausgearbeitet worden. Spezifikation ist seit ein paar Tagen online. Gematik.de, einfach mal anschauen. Die Spezifikation für den Tablet und mobilen Zugang, die kommt noch in 3 Monaten oder so spätestens. Unbedingt mal reinschauen, was da drin steht, für die, die es interessiert. Die soll dann auch wirklich sicher sein. Ja? Also, wer weiß. Aber das ist auch gar nicht so relevant, weil wenn ich ein Anbieter bin, warum soll ich denn eine Patientenakte anbieten, wenn ich genauso gut eine Gesundheitsakte anbieten kann und mit der Gesundheitsakte auch an die Telematik-Infrastruktur gekoppelt werde und aber eben nicht diese ganzen Standards einhalten muss. Vivi ist eine Gesundheitsakte und keine Patientenakte. Also, ist ein sehr wichtiges Wortspiel, das wird aber wahrscheinlich keiner in der Öffentlichkeit wahrnehmen, dass es da einen großen Unterschied gibt. Das Hauptproblem meinerseits ist, also aus meiner Sicht ist, Gesundheitsdaten sind keine Bankdaten. Ich kann hier keine finanzielle Risikoanalyse aufstellen und sagen, wir haben einen Jahreshöchstschaden von 18 Millionen. Und damit hat sich's. Das hat gesellschaftliche Auswirkungen, wenn diese Daten öffentlich sind. Wir können nicht 18 Millionen zahlen und dann haben wir eine neue Kreditkarte und das ist alles vergessen. Das geht nicht. Die Daten sind dann bei irgendwem, irgendwo. Dann als HIV-Infizierte darf ich dann eben nicht mehr in andere Länder reisen, weil die dann ganz genau wissen, was ich da für ansteckende Krankheiten habe. Dann kann ich mir das streichen. Oder falls ein deutscher Politiker auf die Idee kommt, dass man Infizierte mit bestimmten Krankheiten... Ja. Also die Szenarien, die kann man sich ausdenken. Die sind jetzt nicht erfunden. Seehofer hatte mal darüber nachgedacht, HIV-Infizierte zu konzentrieren, als das Thema neu war. Mit so einer Gesundheitsakte oder Patientenakte ist das kinderleicht. Also es entsteht hier nicht ein finanzieller Schaden, sondern ein gesellschaftlicher Schaden. Und ein langfristiger Schaden über Generationen hinweg. 23andMe und so weiter, die ganzen DNA-Analyse-Services, gab es ja schon Vorfälle, aber sowas Richtiges ist wohl noch nicht passiert, wir wissen es nicht. Ja, aber wenn ich mein Genom dann sequenziert in der App speichere, dann haben auch meine Kinder noch was davon. Es gibt keine langfristig sicheren Datenspeicher. Der Professor Buchmann von der TU Darmstadt hat jetzt erst vor 2 Wochen, meine ich, ein anerkannter Kryptologe, darüber veröffentlicht, dass wir in 20 Jahren keine sicheren Gesundheits-Apps haben. Also nein, keinen Speicher haben, der für 20 Jahre eine sichere Speicherung garantieren kann. In 20 Jahren sind wahrscheinlich alle jetzt auf höchstem Stande verschlüsselten Daten öffentlich für jeden, der sie jetzt einsammelt. Und das ist ein ganz großes Problem, das wird nirgendwo besprochen. Ja, also wenn ich jetzt fleißig Daten sammle, 20 Jahren haben die noch denselben Wert oder einen viel höheren Wert. Und das ist anders als Bankdaten. Wenn ich jetzt anfange, Bankdaten zu sammeln, interessiert die in 20 Jahren keiner mehr. Gesundheitsdaten schon. Und das denke nicht ich, das denkt der Johannes Buchmann, Professor an der TU Darmstadt. Und wenn der das so sieht, dann vertraue ich dem. Wie sieht die Zukunft aus? Ja gut, die Welt hat das mal schön dargestellt. Angst vor Datenmissbrauch hemmt Fortschritt im Gesundheitswesen. Der Patient muss wissen, dass Datenmissbrauch sowohl strafbar als auch enorm schwer durchzuführen ist. Enorm schwer. Wer sich der elektronischen Gesundheitsakte bei erfolgreicher Implementierung
trotz jeglicher Sicherheitsvorkehrungen verweigert, sollte zwar zunächst keinen spürbaren Qualitätsverlust der Behandlung per se erleiden, kann aber auch nicht in den Genuss eines schnellen und bequemen Behandlungsablaufs kommen. Ja, und dann resümiert man bei der Welt, längerfristig muss man damit rechnen, dass mangelndes Vertrauen mit Einbußen in der Behandlungsqualität vergolten wird. Und das, da muss ich zustimmen. Die Patientenakte wird kommen, das führt zu vielen Vorteilen, es hat wirklich Vorteile, die liegen auf der Hand. Ich kann Doppeluntersuchungen vermeiden, ich kann Fehlmedikation vermeiden, weil ich die Wechselwirkungen automatisch erkenne. Ich kann Patienten besser steuern, ja, ich kann sie anschreiben, wenn irgendwo was aufgetaucht ist, neue Behandlungsmethode, Wechselwirkung zu einem Medikament, irgendein Rückruf. Es geht alles über die Patientenakte, hat sehr viele Vorteile. So, und wenn jetzt sich jemand hier entscheidet, seinen Kindern keine so eine Akte anzulegen, Patientenakte, trägt er dann das Risiko dafür, dass die Kinder eine höhere Sterblichkeit haben oder schlechtere Behandlungsqualität oder länger warten müssen? Wenn 90% der Bevölkerung diese elektronische Patientenakte nutzen und ihr seid die 10% oder 2% oder 1%, dann leidet ihr darunter, beziehungsweise auch wir. Und das ist die Realität. Damit schließe ich den Talk. Hat jetzt mehr Fragen aufgeworfen am Ende. Genau das ist aber auch die Intention. Ich will das zeigen, wie es aussieht, was kommt und will jetzt die Debatte anstoßen. Denn jetzt können wir noch beeinflussen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit auf das Update für das E-Health-Gesetz, das heißt irgendwie Termin, irgendwas, Vorsorgegesetz, Einfluss zu nehmen. Noch können wir Abgeordnete anschreiben. Noch können wir Dinge fordern oder uns Gedanken machen. Und wir können uns überlegen, wie eine Gesellschaft aussieht, in der alle unsere Gesundheitsdaten offen liegen. Und wir können uns überlegen, wie wir diese Folgen davon abschätzen und wie wir sie vielleicht auch verhindern können. Und Technikfolgenabschätzung, damit beschäftigen wir uns ja hier. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und wenn es Fragen da sind, Anregungen, Diskussionen, freue ich mich sehr. Sind denn Fragen aus dem Internet da? Dann mach mal, stell eine. Ich fange mal mit der Frage an. Da geht es mehr oder weniger um die Nutzung von Vivi, wie man da hinkommt und inwiefern das mit Identifikationssystem verbunden ist. Also wahrscheinlich was die Dente oder so. Oder ob man eine Wegwerfung nutzen kann. Bei Vivi zum Beispiel muss man ein Video von sich aufnehmen mit seinem Personalausweis. Ich habe einen Zwillingsbruder. Ich wollte das mal testen. Muss ja nur seinen Namen austauschen. Und wird dann als der auf dem Personalausweis identifizierte Bürger in Vivi hinterlegt und kann dann im Namen dieses Versicherten Daten anfragen. So sieht das bei Vivi aus. Andere Verfahren nutzen, also gerade die privaten Krankenversicherten, andere Methoden der Verifikation. Aber nicht unbedingt sicher. Du, mir fällt da gerade noch eine Frage ein. Für diese super toll geschriebene Software, wie viel Geld haben die nochmal bekommen? Vivi? Ja. Das ist von Bitmark, von dem IT-Dienstleister von 90 Krankenkassen, ausgeschrieben worden. Wie viel Geld die dafür bekommen haben, können wir bestimmt mal erfragen. Das wäre eine interessante Frage. Frag den Staat.de. Sehr schön. Mikrofon 8, bitte. Moin, moin. Ich hatte überlegt, nur einen Kommentar zu geben, aber ich mache eine Frage draus. Der Danke. Kommentar ist, letztens in dem zweitvorigen Talk ging es um diese Venenbilder. Ja, das Echo ist ein bisschen laut. Und da meinte der, wie war sein Name, ich habe es vergessen, der meinte, wir müssten mal in der Datensplauder dann die Venenbilder von irgendeinem Minister haben. Und ich denke, eigentlich bräuchten wir die Gesundheitsakte von Minister. Das hätte eine Schockwirkung, ja. Also und das ist meine Frage. Aber würde das irgendwas bringen? Wahrscheinlich nicht. Es wäre zumindest eine Aktion, die nicht den Respekt in der Gesellschaft dir bringt. Der es dir ermöglicht, Änderungen zu erkämpfen. Aus meiner Sicht. Aber da haben viele andere Meinungen. Das wäre vielleicht was man persönlich diskutieren kann. Mikrofon 4, bitte.
Die in den letzten Tagen ging eine Meldung durch die verschiedenen Zeitungen, dass Frau Dorothea Beer, Staatsministerin, gesagt habe, das Problem, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens bei uns so hinten dran ist. Da gab es so einen OECD-Report, wo wir auf vorletzten Platz gelandet sind. Das läge an dem Datenschutz und wir müssten dort abrüsten. Haben wir nicht schon längst abgerüstet? Ich meine, wir können jetzt nicht Deutschland sagen, ohne die gesamte Europäische Union zu vergleichen, weil wir haben ja überall dieselbe Datenschutzgrundsatzverordnung. Und deswegen verstehe ich das Argument erstmal nicht, dass wir in Deutschland besonders guten Datenschutz haben. Das ist nämlich dasselbe wie in allen anderen Ländern der Europäischen Union. Und ich habe ja ein paar Beispiele gezeigt, Norwegen und so weiter, da hilft das ja auch nichts. Also abrüsten ist, glaube ich, nicht die Lösung. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Internet bitte nochmal. Inwiefern wurden denn bei den, weil es waren ja jetzt bisher nur gesetzliche Krankenkassen, wurden denn betriebliche Krankenkassen überprüft? Betriebliche Krankenkassen, ich glaube, da waren einige dabei. Bei Vivi sind, glaube ich, oder bei Teleklinik zum Beispiel, die stellen Betriebsärzte und so weiter. Also alle Anbieter, also Vivi, Teleklinik, CGM, Vitabook, die sind sowohl privaten als auch gesetzlichen Krankenversicherungen offen und die arbeiten auch sehr viel mit privaten Krankenversicherungen zusammen, zum Beispiel AXA. Wie weit jetzt betriebliche noch mit involviert sind, müsste man recherchieren. Mikrofon 3 bitte. Mich würde interessieren, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, dass man da tatsächlich mit einem Lesegerät und der Gesundheitskarte etwas macht. Ich verstehe nicht, dass man da einen externen Chip hat, auf dem man möglicherweise die Private Keys eben nur schreibbar etc. speichern kann und auf der Basis nicht irgendwie ein sicheres Authentifizierungsmerkmal oder Methode dann eben ausbaut. Eine sehr gute Frage. Also wir haben ja einen Trust Anchor, das ist ja die elektronische Gesundheitskarte, da haben wir ja einen privaten Schlüssel drauf. Warum nehmen wir den nicht? Ganz einfach, keiner hat ein USB-Lesegerät, was er an sein Smartphone stecken kann. Und die Vision von unserem Gesundheitsminister ist ja, dass über das Smartphone wie Online-Banking genutzt werden soll. Denn bisher nutzt ja keiner. Das bringt dann den Krankenkassen auch nichts. Du kannst einmal tief durchatmen, wir haben richtig Zeit noch. 12 Minuten. Ah, wir haben noch 12 Minuten. Aber da kann ich mal ganz kurz was dazu sagen. Wir haben nämlich in dem aktuellen Standard, die Gematik verabschiedet hat, jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche glaube ich genau, ist die elektronische Patientenakte so spezifiziert, dass der Zugang nur über die elektronische Gesundheitsakte möglich ist. Problem ist, das wird niemand nutzen, außer ein paar Verstrobene, die halt ihren Cardreader an den PC anschließen und dann einen Android-Simulator laufen lassen oder das vielleicht gleich ans Android-Gerät schleichen. Also, das wird nicht genutzt und deswegen wurde jetzt auch schon gleich von der Gematik gesagt, spätestens bis zum März, Ende März 2019, kommt das Update raus. Und zwar Patientenakte 1.1, da sind wir dann soweit. Und da wird dann spezifiziert, wie wir ohne die Gesundheitskarte darauf zugreifen dürfen. Ja. Und es bringt auch nichts zu sagen, die Patientenakte können wir nur mit Gesundheitskarte benutzen. Ja? Nur sicher, nur mit Gesundheitskarte, denn dann kommen Anbieter wie Vivi und sagen, bei uns geht das ohne. Kommt doch zu uns, viel einfacher. Und klar, dann nutzen die Mehrheit der Versicherten natürlich die einfache Variante. Das heißt, hier haben wir wirklich diesen Wettbewerbsnachteil, über den ich geredet habe. Die sicher spezifizierte Akte wird niemand nutzen. Okay. Mikrofon 6, bitte. Ja, also eine Anmerkung. Es wird wahrscheinlich sehr interessant, sobald es Quantencomputer gibt, die genug physikalische Qubits haben, um reale Qubits fehlerfrei genug zu simulieren, dass man tatsächlich auch Anwendungen wie beispielsweise Brute Force an verschiedensten Verschlüsselungsverfahren ausführen kann. Wird es sehr interessant, genau solche Daten eben geheim zu halten, gerade wenn man so Reaktionen sieht, wie langsam das dann abläuft, das muss ja, sobald irgendwie bekannt wird, dass es so einen Quantencomputer gibt, sofort auf andere Algorithmen umgestellt werden, die dann, ja,
Ich beende das einfach. Ja, also man müsste klar auf Quantenkryptographie zurückgreifen, Algorithmen, die dort noch als sicher gelten im Zeitalter der Quantenkryptographie. Da gab es auch diesen Einführungstalk, wer war alles da? Vielleicht können da Leute jetzt die Frage beantworten. Also das Problem ist, dass wir in 20 Jahren nicht sagen können, ob dieser oder jener Algorithmus heute dann noch Sicherheit bietet, auch mit Quantenkryptographie. Deswegen wird vorgeschlagen, es gibt Vorschläge, wie wir auch über 20 Jahre hinaus Gesundheitsdaten sicher speichern können. Und da setzen wir eben nicht auf Kryptographie, sondern auf verteilte Speicherung. Das heißt, wir müssen die Daten ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort speichern und versuchen, diese Zuordnung irgendwie geheim zu halten. Wie das genau geht, das weiß ich nicht. Das habe ich nur kurz gelesen. Das ist der Professor Buchmann, von dem ich vorhin geredet habe. Der hat sich da wohl, der ist da wohl sehr kundig. Also es gibt da Ansätze, wie wir auch ohne kryptografisch sichere Algorithmen in 20 Jahren noch Daten sicher halten können. Problem ist nur, die Gematik spezifiziert eine zentrale Datenhaltung. Also es ist jetzt spezifiziert und das ändert sich so schnell auch nicht. Mikrofon 5 bitte. Geradeaus. Du hast in deinem Talk die Datenschutzgrundverordnung und das finanzielle Risiko der Betreiber angesprochen. Wie viele Betroffene oder potenziell Betroffene müssten sich denn beschweren oder sich vertreten lassen beim Beschweren durch sowas wie Datenschmutz, damit es denen wirklich wehtut, damit die wirklich etwas daran ändern? Das ist nicht mein Gebiet, das ist aber eine sehr gute Frage. Die würde ich gerne weitergeben. Vielleicht gibt es jemanden im Publikum, der sich damit auskennt. Also, Problem ist ja auch, wie bezifferst du den Schaden, der dadurch entsteht? Also, bislang hat der Betreiber ja keine persönliche Haftung dafür, dass er deine Gesundheitsdaten veröffentlicht und dass du dann in 10 Jahren keinen Job bekommst. Ja, wie willst du das nachweisen? Ich glaube, das wird ganz schwer. Und das ist etwas, was wir vielleicht jetzt anregen sollten, damit drüber nachzudenken. Also wie beziffere ich den Schaden, der entsteht, wenn meine Gesundheitsdaten komplett offenlegen, meine Gesundheit für die nächsten 80, 70 Jahre, je nachdem, wie lange ich leben möchte. Also auch die meiner Kinder. Mikrofon 2. Bei den Dingen, die ihr da entdeckt habt an diesen an Applikationen dort, da wird es keine 20 Jahre dauern, bis die Daten alle öffentlich sind. Aber diese Aussage, es gibt keinen Datenspeicher, der also auf die nächsten 20 Jahre sicher ist, ist jetzt auf einen zentralen Datenspeicher bezogen. Richtig. Mal darüber nachgedacht, wie es eigentlich aussieht mit den ganzen Patientenmanagementsystemen, die wir jetzt so verstreut haben. Und dann muss es eigentlich eine sehr ähnliche Aussage geben. Und ich bin eigentlich erstaunt darüber, dass man wirklich noch mit 20 Jahren rechnet. Gibt es da irgendwie Daten zu? Also diese 20 Jahre, die habe ich aus einem Zeitungsbericht oder Interview von dem Professor Buchmann entnommen. Da würde ich sagen, besser mal in die Literatur schauen, was da wirklich dahinter steht. Aber was die Datenspeicherung angeht, momentan liegen die Daten alle verstreut in Arztinformationssystemen, Klinikinformationssystemen. Und natürlich wird hier und da schon mal was geleakt oder gestohlen. Problem ist halt nur, wenn die Daten auf einmal auch ausgetauscht werden können, wenn es eine zentrale Datenhaltung gibt, dann wird das Ganze auf einmal angreifbarer. Und da muss ich nicht überall hingehen, ein bisschen was klauen, dann habe ich dann wird es auch viel eher genutzt, diese Datenspeicherung. Und dann habe ich viel eher die Möglichkeit, auch zentrale Daten abzuführen. Also war das so? Oder worauf zählte die Frage ab? Die Firma CGM, die da genannt worden ist, hat mehrere Konkurrenzunternehmen aufgekauft und bietet den Ärzten an, dass dann die Daten konvertiert werden, weil sie diese Produkte halt nicht mehr fördern, aber eine eigene Applikation haben, die natürlich ganz wunderbar ist, die sie den Ärzten dann gerne verkaufen und dann werden die Daten konvertiert. Das heißt also, da gibt es schon so an einer gewissen Stelle eine gewisse zentrale Datenhaltung. Ja, das Problem ist, ich glaube, vielleicht wissen wir auch vieles noch nicht. Vielleicht ist es auch noch nicht so in die Öffentlichkeit gelangt, wo es denn schon Leaks gab. Also das, was ich aus den USA gezeigt habe, das waren halt meldepflichtige Leaks oder da, wo Daten abhanden gekommen sind. In Deutschland habe ich dazu Gesundheitsdaten noch nicht viel gefunden. Mikrofon 4, bitte. Die Gesundheitsdaten, die sollen ja auch pseudonymisiert für Forschungszwecke verwendet werden dürfen. Könntest du das vielleicht noch mit ausführen? Ja, also das habe ich jetzt nicht in diesen Talk eingebaut, das wäre nochmal ein komplett eigenes Thema. Pseudonymisierte Speicherung kann man kritisieren. Vivi speichert auch pseudonym, schickt dann aber zum Beispiel deinen Zwei-Faktor-Code mit. Oder wenn du dich in Vivi einloggst, loggt sich Vivi zeitgleich in dein pseudonymisiertes Konto ein und schickt dann die Daten pseudonymisierter hoch.
Das heißt, du bist in dein Originalkonto eingeloggt und gleichzeitig auch ein Schattenkonto, nennt sich so Shadow Profile. Das heißt, du bist immer gleich zweimal angemeldet, mit deinem Gerät, mit deinem Token und so weiter. Das heißt, auf der Seite der Vivi-Plattform ist es eigentlich technisch machbar, dich wieder zuzuordnen. Da muss man wirklich dem Anbieter vertrauen. Es gibt jetzt auch schon Forderungen, dass man Datenspenden einfordert. Das heißt, es gab politisch die Forderung, dass die Datenspende erzwungen werden muss, um Forschern und Pharmaunternehmen Zugriff zu gewähren. Ja. Mikrofon 3, bitte. Ich dachte eigentlich immer, dass der Austausch von verschlüsselten Daten oder generell von, verantwortungsvollen Daten gelöst sei. Also ich meine, in den Gremien, in denen ich sitze, schaffen die Leute auch, wirklich sichere Daten miteinander auszutauschen. Ich meine, mein C-File kann das. Warum kriegen die das die Ärzte nicht hin? Gibt es eine Alternative, die wir den Ärzten vorschlagen könnten, die sie zumindest für die nächsten 10 Jahre benutzen könnten? Ob dann eben mit Postquantum-Kryptographie die Daten in Nevada, die im D6 ausgelesen werden, dann doch entschlüsselt werden, ist ja nochmal eine andere Debatte. Das Problem ist, Spezifikation ist nicht immer das, was implementiert wird. Also Vivi, für Vivi gibt es ein White Paper des Fraunhofer-Instituts, ISAC, wo das alles schön spezifiziert ist, aber was dann implementiert wurde, ist nicht unbedingt das, was da drin steht. Das heißt, da gibt es eine Kluft, da wird nicht verifiziert oder validiert, dass das auch so stimmt. Und dann, wenn ich diese Daten, Entschuldigung, die Frage nochmal ganz kurz. Gibt es eine Alternative, die wir den Ärzten jetzt empfehlen können, um gemeinsam Daten auszutauschen? Schwierig, also wirklich sehr schwierig. Immer möglichst dezentral, möglichst nicht über einen zentralen Datenspeicher. Da kann ich jetzt nichts empfehlen. Also bislang geht das halt ausdrucken und mitnehmen. Es ist jetzt auch keine Alternative für die, die chronisch krank sind. Faxen. Ja, Faxen, ja. Das Schlimme ist, er hat wahrscheinlich recht, oder? Das große Problem ist, wir haben halt keine, wenn wir Ende zu Ende verschlüsselt, wie bei PGP, ja, dann brauche ich ja Keys, die muss ich einmal ausgetauscht haben, einmal verifiziert haben. Ja, und das muss irgendwie automatisiert gehen, sonst läuft es im großen Stil nicht. Und das fehlt halt. Wir haben halt auf Seiten der Ärzte inzwischen die Telematikinfrastruktur bei vielen. Da gibt es dann eine Identität. Darüber können wir das laufen lassen. Auf Seiten der Patienten gibt es die Gesundheitskarte. Ja. Das ist genau das Problem. Patientenakte wollen wir halt nicht mit der Gesundheitskarte verknüpfen, weil das keiner nutzt. So, und jetzt die letzten 3 Fragen, die hier stehen. Die möchte ich alle 3 noch abschießen. Ganz schnelle Frage, ganz schnelle Antwort. Nummer 4. Was ist der Unterschied zwischen Gesundheitsdaten und Patientendaten? Die Gesundheitsakte und Patientenakte, die 2. Gesundheitsakte ist optional zu verwenden für die Ärzte. Patientenakte, wenn du eine hast, müssen die Ärzte die Daten da rein speichern. Das ist quasi funktional der einzige Unterschied. Und Patientenakte wird von der Gematik spezifiziert. Die Nummer 8. Du hast gesagt, die haben den Frontend irgendwie lesegeschützt. Wie soll denn das gehen im Browser, wenn du XSS kannst? Es gibt diese Web-Krypto-API im Browser und die Web-Krypto-API, da kannst du sagen exportable, also kannst du sagen, der Key kann nicht exportiert werden. Das heißt, es ist ein Objekt, das Objekt kapselt den Zugriff und solange die JavaScript-Engine richtig implementiert ist, kannst du dann auch nicht auf diesen internen privaten Variablen zugreifen. Also du dann deine Daten rein, der macht Krypto und... Ja, du hast dann ein Objekt mit der Methode Encrypt und Decrypt, aber den Schlüssel bekommst du nicht zu sehen. Last but not least, Nummer 5. Ich habe keine Frage, ich würde noch kurz eine Idee mit anmerken, die halt nicht auf einer technischen Ebene ist, aber wie schon angesprochen wurden, alle Gesundheitsdaten sind sensibel und besonders halt auch so Sachen wie Schwangerschaftsabbruch und HIV oder andere Diagnosen, so Schizophrenie, Depression, alles. Und ich werde sagen, die Idee ist halt auch, sich mit den Leuten und den Interessenverbänden jetzt schon mal auseinanderzusetzen und was die jetzt schon an Forderungen haben, zu versuchen umzusetzen, weil technisch, glaube ich, werden die Daten halt öffentlich sein und dann ist es halt, wie gehen wir gesellschaftlich mit Leuten um, die schwierige Diagnosen haben. Genau, das ist auch die Aussage von meinem Talk. Ich kann die technischen Probleme aufzeigen,
aber die gesellschaftliche Antwort, wie wir damit umgehen oder was die Forderungen daraus sind, das müssen wir gemeinsam machen, beziehungsweise auch mit den Medical Professionals, mit denen, die sich wirklich damit ihr Leben lang beschäftigt haben. Doch noch eine Frage, weil ihr seid nicht barrierefrei, ich kann durch euch nicht durchschauen. Bitte einmal Mikrofon 3. Dankeschön. Eins rangiert eher unter Anmerkung. Ich habe vor etwas über einem Jahr an CGM eine Mail geschickt, die habe ich gerade mal rausgekramt. Da wurde von einem Facharzt, habe ich einen Link gehabt, HTTP. Und da sollte ich dann meine persönlichen Daten eingeben. Und da habe ich gedacht, okay, das breche ich jetzt ab. Habe denen gemailt, Leute, HTTPS wäre mir an der Stelle lieber gewesen. Und habe dann die Antwort bekommen, zu Ihrer Anmerkung bezüglich der verschlüsselten Verbindung können wir Sie beruhigen. Die Übermittlung der Daten erfolgt über eine interne, sichere Leitung in verschlüsselter Form. Das sei vorgeschrieben und toll. Interessanter Beitrag. Auf die Qualität können wir uns in Zukunft freuen, ne? Ja. Martin Tschirsich.